Ich beleidige Grievous, yo, 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 yo. Ich beleidige Grievous, ich bin Grievous gerade am Beleidigen und der hört es nicht. La 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 la. Ich beleidige Grievous, yo. Ich beleidige Grievous, yo. Ich beleidige Grievous und er hört es nicht. Ich bin Grievous am Beleidigen. Ich bin Grievous am Beleidigen. Ich bin Grievous am Beleidigen. Dab, 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 dab. Ich bin Grievous am Beleidigen. Ich bin Grievous am Beleidigen, oh yeah. Ich bin Grievous am Beleidigen, oh yeah. Ich bin Grievous am Beleidigen, es macht Spaß, es macht Spaß. Ich bin Grievous am Beleidigen und es macht Spaß. Gott, fucking damit habe ich Grievous gerade hart beleidigt, Alter. Junge! So übel beleidigt, Alter. Übel. Ganz übel, Alter. Und deswegen ist er auch nicht in der EU, weil der am Leben vorbeiläuft. Scheiße, jetzt ist mir noch der Mut runtergefallen. Alter, wenn du das gehört hättest, ich hab dich auf übelste Art und Weise beleidigt. Ich habe Ronny Schäfer gehört. Ronny Schäfer? Ja, das ist so nicht in der EU. So, ja, das war nur, ach, das war nur die Spitze des Eisbergs. Krakorn. 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 Wir reden ja Panikner und Jürgen unbekannte Hopen aus Schammern zu ein. Diese scheiß Gesicht. Schau ihm ins Gesicht. Boah, der kann durch den Kopfschuss getötet werden. Ich esse gerade so einen Hanuta und er kriegt mich direkt dabei an, weißt du. Oder gerade ein Hand. Das hat er fast getötet. Ja, warte. Das musste gerade erledigt werden. Wenn ich jetzt mal gerade so... Dummerweise hab ich ja wieder überlegt, eine PC-Technik noch eine Webcam. Also, das wird zu geil angenommen. Stell dir mal vor, ich würde das Ganze aufnehmen, hätte unten eine Webcam. Und ich jetzt gerade so in der Mutter, dann kriegt mich der Typ dabei wirklich so an. Was ist das, was der Tag da in den Händen hat? Ist das etwa ein Hanuta? Dieser Dacke, bevor ich da weiß, ob das Knoppers das einzig Wahre ist. Knoppers ist viel besser. Sag mal, wo ist denn jetzt das blöde Artefakt? Der Hauptmann will, dass wir die Ursache. Ah, da. Ja. Du musst jetzt vorlesen, gell? Ja, ja. Guck mal, das ist ein ganz kurzer Text. Moderiger Foliant. Diese Arme nach ersten Länder gebunden und kalt über 100 Jahre alt zu sein. Bei den darin enthaltenen und Triften handelt es sich um historische Erzählungen, Gedichte und Übersetzungen aus ganz Mittelerde. Es sind halt alte Werke aus den großen Reichen Gondera, Arnor und Numinor und einige andere Ohr und sogar einige Lieder der weit entfernten Halblinge. Das ist bereits nur Schwester Nina mit sich im Helden Metan, Dan und Andritan. Der Sonnenwassereintrag ist das Klagelied. Ein Gedicht im Versform, dessen Ursprung seit vielen Jahren von den Gelehrten heftig debattiert wird. Einige mutmaßen, dass sein Verfasser ein Hüter der... ja, stimmt, das hätte ja zwei, ein Hüter der Bäume. Also ein Verfasser könnte eine Ente gewesen sein. Eine Ente. Das kann doch nicht sein. Stell dir mal vor, am Ende von Herr der Ringe 2 hätte wer Isengard von einigen Enten gestürmt worden. von so, von, von so,
Aber in Originalgröße, nicht irgendwie so Riesenenten oder so, wirklich so Originalgröße, und die bilden dann so Türme und beschießen die so mit Katapulten und so. Egal, Erinnerung abspielen. Mit Hühnereiern. Ist das Artelas oder Hidas? Warum finde ich nichts in diesem Almanach? Nun, es gibt nur einen Weg, sicher zu sein. Groß. Und jetzt warte ich. Entweder heilt das mein Fieber, oder ich bin in ein paar Sekunden tot. Nichts davon wird passieren. Man muss es zerreiben, damit es seine heilende Wirkung entwickelt. Du, die Ausgestoßene. Ich bin Aaron. Ich bin nie dazu gekommen, euch zu danken, Waldläufer. Von eurer Art gibt es nicht viele am Schwarzen Tor. Die Pflicht erstickt hier meist jegliche Güte. Darum bin ich auch desertiert. Ich bin Hirgon. Aha. Ja, jetzt noch hier der Typ hier mit seiner Rolle da. Ja. Vor vorletzten Aufnahme. Das ist die Kennenlerngeschichte. Ich versprach Ioret, dass wir eines Tages nach Anduin reisen würden, wenn dir Haela erwachsen ist. Wir wollten zusammen dorthin und die Säulen der Könige sehen. Hoffentlich können Hirgons Leute entkommen. Ich weiß nicht, wo du deine Familie wiedersehen wirst. Das Ende der Menschen lässt sich mit dem Blick der Elben nicht erkennen. So. Da der grüne Totenkopf da. Ich hab's mal auf dem Bildschirm, wenn ich dir das zeigen will. Das ist Nosko. Ja, der Kümmer Nosko. Das ist der Typ mit dem Schild, der uns vorhin gekillt hat. Dann killen wir nochmal. Was? Dann killen wir ihn nochmal. Er hat uns gekillt. Ja, dann killt er uns nochmal. Wollten wir nicht warten, bis wir den Hauptmann machen? Stimmt. Jetzt fällt mir ein, weißt du, dieser Apfel hier, den ich habe, das ist so eine... Ja. Er trübt meine Sinne und vernebelt meine Wahrnehmung. Ah ja, genau. Ja, das heißt, wenn ich irgendwie noch einmal zu essen holt, dann seid ihr immer abgelenkt. Das ist halt versucht. wo ist denn jetzt hier die... Im Karagor? Alter. Fuck den Karagor. Also, du deine animalischen Triebe wieder. Ich muss Zeichen sammeln. Hier ist noch irgendwo ein Artefakt. Ach da. Und wenn das sind einfach so Graffiti-Sprays und irgendwelchen Obdachlosen. Hier in Mordor. Es wurde im Widerstand gegen den dunklen Herrscher errichtet. Also irgendwann, wenn wir garantiert noch so wie so ein blau gesprühte Penis an der Wand finden, total mit die sammeln. Stell mal wirklich mal, das ist einfach nur vollkommen sinnloses Gebrabbel, was irgendein Ork oder so da an die Wand gemacht hat, und die denken, das wäre irgendeine alte Elbenschrift oder so. Ja, war da irgend so ein hier Uruk-Assi, der da wie obdachlos geworden ist und mit da so ansprüht. Wer will mir irgendwie Kartoffeln stinken oder so? Oh nein, Wikinger. Dreh mal. Ein Hörnerhelm. Wikinger meine diese Dinger, die sie da unten haben, hier diese... Ja, gehen wir zurück, ja, diese hier Stacheln, die ein bisschen aus wie bei... Naja, diese Locken, die sich hier Diana-Frauen machen lassen. Also so ein bisschen auf den ersten Blick, aber jetzt sehe ich, jetzt sieht eigentlich gar nicht so aus. Ach, egal, Hauptsache man hat einen Diana erwähnt, das ist so ein bisschen... Kultur muss sein. Hörnerhelm. Dieser Helm wurde von den ausgestoßenen Ulo und ihre Geheimrituale benutzt. Die Irrenau und das Leder stammen von den wilden Rindern von Arab, die fern von Mordor. Ich muss eigentlich gerade nur husten, aber es gibt gleichzeitig bei mir ein bisschen Lachen. Aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Wegen den Rindern wahrscheinlich. Nein, ich muss irgendwie gerade an Wachköpfe denken. Los, lies weiter vor. Die Fähren vom Mordor auf dem Feldern der Uhunsgeago. Warum denkst du, ich muss bei Rindern lachen? Warum denkst du, ich muss bei Rindern lachen? Der Helm stand um in der Zeit, in der die Männer gefangene Gondosauren gezwungen wurden, die Dürre mit der Zähne zu errichten. Noch heute misstrauen die ausgestoßenen allen in Stellen der Wüstung. Dieser Helm ist ein Relikt dieser dunklen Zeit und Symbol der Entschlossenheit der Ausgestoßenen. Niemand in der Knerchschaffel eines anderen Volkes. Warum glaubst du Rinder?
Keine Ahnung. Ja, warum, Weil du das Alter? wieder irgendwie falsch interpretierst oder so. Aber also, wann interpretieren wir es noch falsch? Meine, Hitlers war doch Also goldrichtig. ich tue jetzt auf jeden Fall hier mal die Erinnerung abspielen. Ihr habt mich in eure Heime und in eure Leben gelassen. Und nun übertragt ihr mir die größte nur denkbare Ehre, obwohl ich vom Schwarzen Tor komme. Obwohl ich euch einst als Feind bekannt war, wende ich Gondor den Rücken zu. Ihr, Ausgestoßene, wie ihr genannt werdet, seid ein Volk voll Ehre, voll Stärke. Ich habe in eurem Stamm meine Liebe gefunden, aber ich habe auch die Liebe für euren Stamm entdeckt. Und ihr habt mich ein Leben gelehrt, nach dem ich mich gesehnt hatte, aber von dem ich nicht wusste, dass es existiert. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich euch etwas lehre. Ich werde euch mein gesamtes Kriegswissen beibringen. Die Orks bedrängen uns, aber wir werden die Stärke finden, sie zurückzudrängen. Und dieses Land wird uns gehören. Siegesgeheul. Gut. Jetzt gibt es im Prinzip hier noch eine Herausforderung zu erledigen. Dann haben wir nämlich Wenn das wir Gebiet einander hätten komplettiert. vertrauen können, hätte Hilgrim uns vielleicht nicht verlassen müssen. Vielleicht wären wir gemeinsam auf die Rückkehr Saurons vorbereitet gewesen. Selbst ohne den verheerenden Einfluss des dunklen Herrschers wird den Menschen das Ende des Krieges nie vergönnt sein. Oh. Er ist weg. Deine Mutter ist weg. Ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da. Ich hoffe, jetzt lange schließen abgelassen. Okay. Muss aber jetzt hier die Missionsbeschreibung vorlesen. Er verbarrt sich unter den Soldaten des Tupinera-Schas. Um eine nach dem anderen lautlos zu betteln. Er würde nie auf der Runde. Wie aus dem Lager von Panike und er fasst den Klon. Was soll er für Arishan geben? Ohne entdeckt zu werden. Ja, ganz ehrlich, welches Ego wollen wir für Arishan nehmen? Weil der Arishan ist dann wieder zu primitiv. Ja, das ist wirklich zu primitiv. Weil die Witze müssen doch ein bisschen Style haben, ne? Ja, aber Oscar, weißt du? Wer in der Ostnacht, mein Oscar? Das ist natürlich was anderes. Der ist Dreher. Jeder Buch Dreher. Jeder sollte einen Dreher im Haus haben. Ich glaube, ich sollte mich mit dem Hauptmann anlegen. Dann kann ich seinen Platz einnehmen. Ah! Und das andere, was haben wir dazu gesagt, haben wir doch hier Ulrich. Weil jeder braucht doch... Ulrich ist einfach Deutsch. So. Sag mal, ich kann doch wohl von der Rückseite irgendwie auf den Turm klettern. Klettern. Ich muss klettern. Alter, ich schreibe das mal hier hin. Klettern? Also wir lassen wirklich vieles durchgehen. Aber was ist denn klettern? Regie, hm? Die Schnauze. Alter, was deine Schnauze. Es gibt keine Regie! Behinderter. Das ist alles scheiße hier. Ja, ich ja. Glättern. Habt ihr das gehört? Fuck. Ich hab nicht einen Typen umgebracht. Ja. Respekt. Das war alles nur wegen Glättern. Wenn es besser geglättert, dann wäre das nicht passiert. Ah. Weißt du, wenn ich wie ich... Ich weiß nicht, wie ich das an... Ja, Auftragsgebiet. Ich will nur da drauf blättern. Ja, du willst jetzt schon darauf blättern. Blättern, ja? Nee, jetzt sind wir schon mit Blättern angekommen, ja? Ja! Schreib das doch so auf! Und eine bekackte Regie, die es überhaupt nicht gibt! Natürlich, wir sind die Regie.
Ich meine, wenn Wolfgang und Friedhelm wirklich eigenständige Geister wären, was wir auch sind, dann würden sie uns immer fragen, Regie, und dann würde das Wort antworten, hey, Friedhelm, wir müssen überzeugender spielen. Wir spielen nicht. Aufgehangen und an die Gräber ein verfettert? Aber wirklich, wie soll ich mir das forschen? Willst du also diesen, dieses Holzkatapult blättern, ja? Blättern. Wie darf ich mir das vorstellen? Steht irgendwie Italien? Reißt irgendwie so verschiedene Äste ab und nimmt die ganzen Äste, die Blätter ab und streut die quasi so rüber, wie bei der Hochzeit, die müssen wir mit den Rosenblüten machen, weil du die Worten Bräutigam halt so kommst. Also auf den altanischen Hochzeitsnachen schon wechseln. Und das macht Halim dann halt mit Kriegskatapulten oder was. Aber was ist das denn hier für ein Drecksgeschwätz? Nein, ich weiß noch nicht, von dir kamen Blättern und Lettern, die neue Edition von Hans und Franz. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, hier noch so viele Befehle zu vergeben, und dann muss man auch noch den Waldläufer aufhalten. Okay, den könnte ich eventuell hinkriegen. Du wirst nie stark genug sein, um Häuptling zu werden. Wenn ich Häuptling bin. So, zack. Den habe ich schon mal. Okay. Ah, die sind alle in Zweiergrüppchen unterwegs. Wieso Mädchen, ey? Bei deinem Versprechen, bei dem Wort Mädchen, hätte ich jetzt schon gerade erwartet, Dreierpüppchen, aber... Naja. Ah, oh, nur weil ich mich jetzt einmal versprochen hab, du Scheiß... Zweimal. Blättern und Blättern. Nein, das zweite war ja wohl klar, dass das Absicht war, oder? Nein. Du Hehl. Was sagt Hehl? Ja, Hehl. Was soll das? Du bist ein Hehl. So. Ja, du bist ein Shamanakiana, bist du. Ach ja? Shamanakiana? Dann bist du... Grievous. Dann bist du Wuskmi. Okay, das war persönlich, aber ist okay. Ich verkrafte das. Nein, das war jetzt wieder... Nee, das war jetzt uncool. Ich will ist ein Shadow of Mordor, das war irgendeine Pflanze. Psst. Ich bin am Sneaken. Nein! Nein, das ist nicht euer Ernst! Ich stelle mir gerade vor, dass ihr gerade so schön dieses Wort... Ich hatte ja gerade dieses Wort Sneaken so schön betont hast. Ne? Nein! Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein! Ich komme um die Ecke und dann... Ich wollte den Typ doch einfach nur direkt killen, der wollte ich doch gar nicht! Die verdammte Nutte! Ja, gerade warst du mit dem Wort und sneaken, du musst mal kurz sneaken. Halt die Schatz jetzt! Weil ich stelle mir gerade vor, dann steht Heil mit so einem Sneakers da in so einer Sonnenbrille mit dem Pappmehl. Leute, wir sind hier mitten im Hoflager. Okay, ich muss mal kurz sneaken oder reinkriegen, schon die Sneakers. Die Sneakers verpacken total laut ab, natscht da total laut, schmatzt dabei die ganze Uhr. Okay, sneaken? Das schreibe ich mir so auf. Regie. Regie mit neue Ideen für Wolfgang im Friedhelm Prequel. Saints Row 3. Okay. Wolfgang, komm mal ran hier, Wolfgang. Siehst du da hinten? Da ist es genau. Das ist unser Gegner vom Chefredakteur. Okay, Friedhelm, bitte mach mir ganz normal. Ich renn vor und du jetzt eine Deckung. Okay, Wolfgang, aber warte. Ich muss immer kurz sneaken. Okay, was meinst du mit sneaken? Friedhelm reißt die Verpackung ab. Gut, jetzt muss ich mich ausschreiben. Das muss ich mir nicht verstehen. Das habe ich nämlich in der Aufnahme drin. Du Schriftgelehrter. Nimm Wetten an, welche Gruppe von Sklaven zuerst tot umfallen wird. Daniel. Hä?
Ja, nimm Wetten an, welche Gruppe von Sklaven sie das umfallen wird. Also ich wette... Wenn man mich und dich in Käfig sperren würde, dann würdest du zuerst verhungern. Du bist ja jetzt schon so ein Dürrer. Ja, komm, nur weil du hier das Cowboy, Cowboy gesehen hast. Also. Du bist ein Weichei, Mann. Du bist ein Weichei, Mann. Ja, du von den Muskeln, nicht von der Seele, von den Muskeln schüttelt das jetzt. Da könnte mich jedes Mädel im Arm drücken. Fuck, sind. Da war ja einer. Da war einer? Da war anscheinend einer. Siehst du das, Daniel? Heidi, Mann, hat er schon wieder recht. Pass auf, dass der vielleicht ein anbrennt. Fuck. Ja, dann siehst du, was passiert, wenn der Fleisch anbrennt. Dann brennt der Fleisch an. Fuck, Mann! Es gab nämlich eine Situation, da war ich bei meinen Großeltern halt am Grill. Und wir hatten halt Fleisch auf dem Grill. So, dann kannst du dir vorstellen, wie er immer formuliert hat. Also er hat mir quasi gesagt, den Wasser rüberschütten in der Bierflasche zum Abkühlen. Und dann kam er immer wirklich, ich muss aufpassen, dass das Fleisch nicht anbrennt. Und ich musste da halt so knallhart zusammenreißen. Ich musste immer so abwenden. Immer so einen Schluck Wasser aus der Bierflasche nehmen, ist ja hier auf dem Dorf halt, macht es gerade auch, wenn irgendwie so Wasser über den Grill schüttet, ne?